In diesem Video erhalten Sie einige zusätzliche Hinweise zum Excel-Stick Excel 500 Plus. Über 40 GB an Videodaten und Excel-Übungsdateien befinden sich auf diesem Stick. Über 560 Tutorials sind hier in der Grundauslieferung seit Mai 2015 verfügbar und das sind immer hier in den Ordnern die jeweiligen Videos und falls verfügbar dann auch die Excel-Übungsdatei. Ich klicke hier mal auf einen Ordner doppelt drauf. Da sehe ich zum Beispiel hier ein Video, das sind 150 MB an Video und zwei Excel-Dateien zum Beispiel, die hier zur Nacharbeitung der Themen genutzt werden können. Die Videos sind in den letzten 4 bis 5 Jahren entstanden, von daher stehen leider nicht alle Excel-Dateien zur Verfügung. Ich recherchiere das aber und habe diese verfügbaren Excel-Dateien dann hier in einem Verzeichnis hochgeladen. Den Link teile ich per E-Mail mit. Das heißt, diese Dateien sind noch nicht auf dem Stick, können aber anhand der Nummer hier den jeweiligen Videos leicht zugeordnet werden. Auch neue Videos werden dann hier entsprechend erscheinen. Die sind ja noch nicht mit ausgeliefert worden, sodass Sie auf die neuen Titel dann ebenfalls zugreifen können. Bei mehr als 40 GB an Daten muss es natürlich auch eine Art Inhaltsverzeichnis geben. Und das haben wir hier auf dem Stick in der Excel-Datei. In dieser Excel-Datei erhalten Sie eine Auflistung aller Titel, die ich bis jetzt bei YouTube veröffentlicht habe. Und meine Originale habe ich halt in Kopie großteils auf diesem Stick gepackt. Hier gehe ich momentan von, schauen wir mal, 668 Excel-Videos aus, 563 sind auf dem Stick, also nicht alle. Alle, die hier grün hervorgehoben sind, sind auf dem Stick. Das heißt, wenn es hier mal eine Lücke gibt, hier zum Beispiel orange, dann möchte ich dieses Video vielleicht nicht mit auf dem Stick haben oder falls hier eine Lücke sein sollte, wie hier diese drei Titel, sind die halt noch nicht auf dem Stick, werden dann halt vielleicht noch über die Ordnerseite bereitgestellt. Hinten finden wir die Wörter Ja, Nein oder OneDrive. Das heißt, bei Ja befindet sich die Übungsdatei im Übungsverzeichnis, bei dem Video, bei Nein noch nicht. Bei OneDrive gibt es die Datei halt entsprechend im OneDrive-Verzeichnis. Die Ordner selber müssen eventuell noch angepasst werden. Das ist jetzt gerade mein Laufwerkspfad. Das heißt, ich drücke mal STRG H. Ich müsste also, wenn ich das auf dem Firmennetzwerk zum Beispiel einspiele, vielleicht das E mit dem Backslash austauschen gegen ja, das Verzeichnis, wo vielleicht bei Ihnen die Dateien hochgeladen werden, damit die Pfade hier, ich klicke mal auf alle ersetzen, damit die Pfade auch bei Ihnen entsprechend funktionieren. Das mache ich mal gleich rückgängig hier. Einige Tutorials sind hier bei Grundlagen in der letzten Spalte mit Ja gekennzeichnet. Das heißt, die würde ich auf alle Fälle anschauen. Andere Videos finden Sie am einfachsten, indem Sie eine Textsuche machen, STRG F drücken zum Beispiel oder über den Filter gehen, sowas wie S-Verweis oder Index und Vergleich suchen und dann finden Sie hier die Titel entsprechend, die, ich klicke mal auf Weitersuchen oder auf Alle suchen, die hier das entsprechend im Titel haben. Das heißt, ich sehe hier die Zelle, in der sich dieser Titel befindet, K44 hier und da sehe ich Vergleich, Index und Vergleich, den Titel hier dargestellt. Und natürlich gibt es bei bestehender Internetverbindung auch immer die Möglichkeit, wie gehabt, das YouTube-Video aufzurufen. Allerdings mit dem Stick meist nicht mehr erforderlich. Das heißt, Sie können von unterwegs arbeiten, den Stick mit Ihren Kollegen teilen oder sich individuell für Schulungen innerhalb des Unternehmens hier Videotitel zusammenstellen. Ich freue mich auf alle Fälle auf Ihr Feedback. Sollten Sie gezielt eine Datei oder ein Video vermissen, geben Sie mir bitte per E-Mail Bescheid. Ich werde diese Titel dann vorrangig aufspüren und bedanke mich natürlich erstmal bei denjenigen, die dieses Projekt hier mit initiiert haben.
Bleiben Sie mir trotzdem treu bei YouTube, denn dort sind die Titel als allererstes verfügbar. Ihr Andreas Theos.